Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Future Final Barline. Weiter geht's mit Final Fantasy XIV, Promise to Keep. Und es hört sich ja schon mega episch an. Deswegen, also, wir können auf, ich denke mal, einen coolen. Cooles Lied fast machen. So. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt machen werde. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen noch spielen. Wollte ganz gerne 14 noch durchkriegen. Sollte klappen. Und dann gucken wir mal, dass wir 15 vielleicht noch abhaken können. Ich weiß gar nicht, wie viele Lieder das Ding hat. Sehen wir ja gleich. Aber schon interessant, wie lange wir alleine an 14 sitzen. Sitzen, bisschen gesetzt. Haben. Merkt man einfach, 32 Lieder sind. Das ist schon ordentlich. Die Stage sieht ja mega geil aus. Cooles Lied, ja. Muss ich sagen. Hä? Aber es sind da noch einige. Das kommt ja noch. Sind jetzt in Musikarena verfügbar. Hard to miss on Rest of Serenity. Hä? Sind die da nicht drin? Gucken wir jetzt gerade mal. Kann ja gar nicht sein. Ich habe ja eigentlich alle abgeschlossen, ne? Also klar, Aufträge habe ich nicht alle abgeschlossen, ist ja logisch. Aber gemacht habe ich eigentlich alle. Ne, da. Hard to Miss. Cool, das ist auch ein geiles Lied. Gut, hinten habe ich noch nicht gemacht, ja klar. Sicher. Aber Hard to Miss ist ein Lied, das lohnt sich aber auch zu spielen. Besonders, weil das, ja, das sind dann so
So Kurzaufträge, die meistens so 15 Minuten gehen. Läufst du durch die Welt und dann ein Fate. Genau, Fate ist es. Guck, fiel mir gerade der Name nicht ein. Fate ist das. Die gehen immer so, ja, so 10, 15 Minuten gehen die. Da musst du eine gewisse Punktzahl erreicht haben, ne, oder den Gegner jeweils so weit runtergeklatscht haben. Und ja, dann kriegst du halt immer was Schönes dafür. Ne? Bisschen Geld, Erfahrung, so. Je nachdem, wie viel du halt geleistet hast, ne? Das finde ich aber eigentlich ganz fair. So, du kriegst auch was, wenn der Fate dann einfach beendet ist. Hauptsache, du hast irgendwie mitgemacht und einen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, du kriegst auch eine Trophäe, wenn du so und so viele Fates gemacht hast. Dann sind die auch immer Level limitiert. Ja, aber kriegst halt trotzdem die Erfahrung so. Wenn du sowieso vorhast zu leveln, dann ist das eigentlich immer sehr, sehr gut. Ne, Hard to Miss ist ein cooles Lied. Sehr episch, finde ich. Beziehungsweise sehr stimmungsvoll. Gut, Stage haben wir leider nicht geschafft, aber egal. Ne, klar, hier bei 14 und 15 habe ich ja nie auf die Sachen da geguckt, deswegen. Deswegen war ich total verwundert, so, hä? Kommt da nichts mehr? Ja. Naja, machen wir jetzt ganz schnell die drei, vier Lieder. Dann gucken wir uns zu Answer an und dann dürfen wir endlich bei 15 anfangen. Aber ich muss sagen, ...14 hat mich mega beeindruckt. Super coole Lieder. Deswegen, also 14 muss ich einfach spielen. Also wieder spielen. Ich muss mal gucken, wann ich das mache. Aktuell sind halt leider so. Scheiße, komplett verkackt. Aktuell habe ich so viele Projekte halt. Und halt so viele Spiele warten halt noch darauf, dass ich sie spiele. Ich muss einfach mal gucken. Deswegen, ich werde bei Fearchem jetzt auch einfach nur den Durchlauf hier machen. Dass ich einfach mal mit allen durch. Einmal von jedem das Lied durchgespielt habe. Und dann muss ich mal gucken. Dann muss ich ein anderes Projekt wieder machen. Weil. Ja, geht nicht mehr. Geht nicht. Nee, ich hab leider so viele Spiele. Das ist das Blöde. Tatsächlich. Also einerseits gut, ne? Ich werde niemals Langeweile haben. Aber die stapeln sich so und das nervt einfach nur noch. So. Und ich kann natürlich die Spiele nicht verkaufen oder so weiter, wenn ich nicht weiß, wie sie sind, so, ne? Kann sein, dass da viele Spiele sind, die total scheiße sind. Muss ich aber erst spielen, um das zu beurteilen. Naja. So viel dazu. Also wir spielen Fearchem, spielen wir erstmal alle Lieder durch und dann werde ich andere Projekte erstmal vorziehen. Jetzt war Gridania, jetzt ist wie heißt diese Stadt denn nochmal? Ich finde es schade, dass wir Ulda nicht haben. Ulda ist cool. Ah, oh, ich habe den Namen vergessen. Die von Melvip regiert wird. Ich habe den Namen vergessen. Aber meistens bin ich eigentlich bei Ulda immer, habe ich immer gestartet.
Und habe mich da dann auch in die Staatsgilde, da hatte ich mich auch eingetragen. Beim zweiten Durchlauf habe ich dann auf Waldläufer umgestiegen, dann habe ich dann war ich in Gridania, ist auch sehr schön. Aber hier war ich, glaube ich, nie. Ich hoffe mal, dass der Soundtrack ganz okay ist. Jetzt vom letzten Stream habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Aber da haben die Zuschauer gesagt, dass sich das gut anhört, dann. Sollte es ja eigentlich stimmen, so, ne? Ja, wichtig, anderen immer zu vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mache ich bei mir auf der Arbeit immer. Nicht, weil ich niemandem vertraue, sondern ich kann es einfach besser. Okay, das hört sich jetzt eingebildet an. Nein, ich kontrolliere immer, weil es kann einfach immer mal passieren, dass sie es vergessen. Ist immer überhaupt gar kein Problem so, ne? Hauptsache, ich habe es vorher gesehen. Na, so sehe ich das immer. So. Verbinden. Okay. Weil eigentlich Verbindung sollte noch da sein, Internet. Bin mal gespannt bei Answers. Das Lied ist ist in Ordnung. Jetzt nicht weltbewegend, aber in Ordnung. Wir müssen es eigentlich viel, viel mehr zeigen, weil das Spiel ja eben so immens groß ist. Und Bahamut. Glaube, die siebte Katastrophe oder so hieß das, ne?
Ne, haben sie total gleich gelassen. Da waren sie jetzt faul. Ach, naja, egal. Da haben sie nicht mehr gemacht. Das ist genau die gleiche Version wie in Code & Call. Schade. Hätte mich gefreut, wenn sie da ein paar Szenen neu reingemacht hätten. Ich meine, so war das gut, ne? Aber, weiß nicht, hätte man mehr machen können. Ich will immer mehr, wisst ihr doch. Oha, 18 Lieder sollen das noch sein. Bei 15. Also 15 insgesamt, 15 noch, die wir machen müssen. So, einmal kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwie was vergessen habe, aber das sieht gut aus. Okay, Episode Gladio, keine Ahnung. Nie gespielt. Dann machen sie das so, dass wir die Episoden dann immer uns anschauen. Naja, gut, dann. Ja, die Person sollte ich auch spielen, Ich habe mir ja die Royal Edition geholt. Also ich habe ja sowieso zwei Versionen. Ich habe einmal die normale Version, weil ich ja die Ultimate Collector's Edition geholt habe. Mit Film, mit Anime, mit allem drum und dran, plus Figur. Und dann habe ich mir die Royal Edition auch noch geholt, wo dann die ganzen DLCs noch dabei sind. DLC Aden hatte ich mir auch noch geholt. Aber auch nicht gespielt. Schade, ich hätte noch hätte die anderen auch noch gerne gesehen. Aber. Episode Aranea oder so ist, glaube ich, auch noch gewesen. Wahrscheinlich Luna Freya auch. Weiß ich nicht, weiß man nicht leider. Omnis Lacrima, natürlich müsste das Lied muss drin sein, ne? Ist ja logisch. Ist ja klar. So, der erste Kampf gegen Aranea müsste es sein, ne? Glaube ich, ich weiß es. Boah. Wie lange habe ich kein 15 mehr gezockt? Leute, ganz, ganz. Boah, das ist auch schon locker. Sieben Jahre? Acht? Ich weiß nur noch, dass ich das an einem Weihnachten hatte ich es final durchgespielt. Also die Story jedenfalls, ne?
habe ja gesagt gehabt, ich habe ja übertrieben hochgelevelt. Ich war irgendwie kurz vor Maximallevel. Ich glaube unter 90 oder über 90 war das, glaube ich, gewesen. Und dann bin ich ja nur noch durchgerannt. Na, ich war halt zu stark. Dass selbst die Bosse irgendwie nicht hinterhergekommen sind, weil ich zu stark war halt. Ich habe halt die Nebenmission alle gemacht. Irgendwo Nebenmission oder Mobs, bam. Das war sofort das Erste, was ich gemacht habe. Ich mach sowas lieber. Macht mir einfach tausendmal mehr Spaß. Muss ich sagen, ne? Deswegen, also ich bin mal sehr, sehr, ich bin super gespannt, wie sie Final Fantasy 16 machen. Ich freue mich auch schon drauf. Ende Juni geht's los, kommt's raus. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich freue mich schon auf dieses Game. Auch wenn es viele vielleicht nicht tun werden, aber ich freue mich mega auf das Game. Boah, mein Discord explodiert schon wieder, ey. Meine Güte, Tipps, ein bisschen auf dem Handy, bam. Komm, erstmal 1000 Benachrichtigungen, ey. Ne, war cooles Lied. Veilet of Black, ich glaube, das war, wo wir die Basis infiltriert haben, ne? Naja. Oder ich glaube, wenn diese Roboter da kommen. Na, es war auch irgendwie merkwürdig so, ne? Sind einfach über die aufgetaucht, ne? Haben einfach die Soldaten rausgesprungen. Oder beziehungsweise Maschinen sind das ja. Und dann hast du dagegen gekämpft. Ich habe das Lied zu oft gehört, deswegen ist nicht mehr so mein Favorite. Wobei ich die Piano-Untermalung echt gut finde. Muss ich sagen, ja. Aber das war's dann leider auch schon. So, Noctis Illustration. Ja, passt ja wunderbar dann. Omnes Lacrima.
Mega episches Lied. Bin ich mal gespannt, ob sie es vollständig abspielen oder den genialen Teil am Ende leider nicht. Wie bei Dancing Mad. Das haben sie verkackt, sorry. Du kannst nicht einfach diesen einen, den Mainpunkt kannst du einfach nicht überspringen. Geht nicht. Dann geht das Lied eben 6 Minuten und? Bei Advent Children haben sie das eiskalt durchgezogen. Da, ne? Also so sehe ich das halt, ne? Ja gut, jetzt haben sie es aber schnell gemacht. Aber das Lied haben sie auch meistens eher dann Richtung Bossmusik umgewandelt oder halt, wenn du deinen Mob gefunden hast. Dann kam die Musik so. Weiß nicht. Also ja, es ist eine geile Battle-Musik. Auch eine geile Boss-Battle-Musik. Ich weiß nicht. Aber wir wurden ja sehr, sehr, sehr oft in den Trailern damals mit Versus 13 noch mit diesem Lied verwöhnt. Ja. Deswegen. Schade, ich hätte auch gerne Versus 13 gespielt. Sage ich ganz ehrlich. Es sah mega geil aus. Up for the Challenge, sure. Naja, aber was kann man halt nichts machen. Manche Spiele kriegt man leider nicht. Beziehungsweise. Beziehungsweise, was wir gespielt, was Final Fantasy 15 ist, ja, Versus 13. Sie haben es halt nur geändert. Na? Naja, es ist wie es ist. Man kann ja froh sein, dass man das überhaupt wie das Abenteuer oder Abenteuer in Anführungsstrichen, weil es ja relativ kurz und vieles im Hintergrund, was man gar nicht mitbekommen hat. Dass man wenigstens die Story erlebt hat. Auch wenn man eigentlich im Grunde noch mehr viel mehr Fragen hatte als vorher. Naja, es ist halt so, ne?
Naja. Ich fand es halt nur interessant, warum sie Versus 13 gemacht haben, der Titel. Was hat das mit 13 zu tun? Das war so, wäre so der interessante Aspekt gewesen. Weil so im Grunde mit Lightning hat es eigentlich wenig bis gar nichts eigentlich zu tun, so, ne? Okay, Episode Ignis, Main Theme. Da kriegen wir wahrscheinlich gleich noch Prompto. Natürlich kriegen wir Prompto noch. Das ist mega episch an. Die Musik haben sie auch geil gemacht. Na, die passt einfach wunderbar zu 15. Muss ich einfach sagen. Na? Das ist ja auch nicht das Problem, es liegt einfach nur an der Story halt, ne? Weil die halt einfach so unfertig wirkt. Und ist halt, ne? Ich meine, wir haben alle unser Ende da gesehen. Aber es bleiben halt viel zu viele Fragen noch offen. Allein das Endgame war einfach so. Okay. Ja, war halt. Finde ich. So, Prompto müsste hier dann sein, denke ich mal, oder so. Folse die Fantastica, okay. Ja, die wollten halt vieles und alles in dem Spiel. Das war halt das Blöde. Beziehungsweise der Fehler. Finde ich.
100 Musikarien gespielt. Wow. 300 haben wir schon gespielt. Krass. Na gut, wir sind jetzt bei 15 angekommen, ne? Flying Air, ja, das. Ja, du kannst ja mit dem Regulus kannst du ja, oder Regalia, hier ist ja Regulus, das ist ja irgendwie so ein Yu-Gi-Oh! Monster, genau. Dem Regalia kannst du ja fliegen, nur du kannst nicht überall landen und ja, wenn du abstürzt, dann ist Game Over. Ist mir einmal passiert. Seitdem benutze ich das Fliegen nicht, ich fahre einfach, Ende. Beziehungsweise ich lass fahren. Ja, immer fahren lassen und dann Rest zu Fuß. Ja, Sipi, war ganz gut. Ein Glücksplus, schön. Somnus. Ja, das ist doch schön. Das ist ein gutes Thema. Habe ich ja auch auf dem Handy. Thank you.
Mega episches. Mega schönes Lied, wirklich. Also ich mag das mega. Wie gesagt, ich habe es auf dem Handy, genauso wie Omnis Lacrima. Beides auf dem Handy. Beziehungsweise in meiner Wiedergabeliste. Deswegen wunderschön. Home Sweet Home. Theme of Prompto.